Den Biosphärenpark Nockberge macht sehr besonders seine hügelige, sanfte Landschaft. Die Berge sind 2000 Meter hoch, die Baumgrenze ist bis ca. 1800 Meter. Der Biosphärenpark ist wichtig, um die Artenvielfalt, also die Biodiversität, zu erhalten. Im Park haben wir eine sehr große Artenvielfalt der Tiere und der Pflanzen. Eines der wichtigsten Pflanzen bei uns ist der Speik. Das ist ein Waldreingewächs. Was noch sehr wichtig ist bei uns, ist zum Beispiel der Alpenthymian, eine Schafgarbe, ein Löwenzahn. Orchideen haben wir sehr viele, geschützte Pflanzen, fleischfressende Pflanzen. Die Artenvielfalt ist sehr hoch bei uns eigentlich. Auf der Durach bei der Kräuterwanderung zeigen wir eigentlich die Pflanzen. Was gibt es bei uns in der Natur? Was kann man mit Kräutern machen? Was kann man verwenden? Wenn ihr auch Blüten kostet und aussaugt und es schmeckt gut und süßlich, dann nehmt den Blütenkopf mit, falls ihr einen Tee machen wollt. Im Biosphärenpark Nockberge versuchen wir durch unsere Wanderungen und Vorträge die Wichtigkeit der Erhaltung der Natur den Menschen näher zu bringen. Die Zirbe gehört zu den drei Hauptbaumarten bei uns im Biosphärenpark. Sie hat ätherische Öle im Holz. Am besten verwendet man das eigentlich im Haus drinnen und nicht vorne heraus. Für das ist sie zu besonders. Aus der Zirbe kann man auch noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel aus den Zirbenzapfen Schnaps, Likör, Öle, Cremen. Das wird alles aus der Zirbe bei uns im Biosphärenpark gewonnen. Möchtest du einmal kosten? Wie schmeckt denn das? Ein bisschen sauer wird es schmecken, oder? Ja, sauer. Also für mich ist es sehr wichtig, den Kindern die Artenvielfalt der Pflanzen und der Tiere weiterzugeben, damit auch die nächsten Generationen nachhaltig denken und nachhaltig handeln.